Ich bin wirklich in Topform gerade. Ich bin sehr, sehr gut in Form. Also nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel getan für meinen Körper. Ich habe viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Ich habe viel Ausdauer trainiert, viel Muskelaufbau, viel Krafttraining. Viel, ja, man sieht es auch. Ich bin extrem muskulös geworden. Glaubt ihr, ich höre das nicht oder was soll das? Wie in Landrup hier. Nein, ich habe wirklich sehr, sehr viel getan für meinen Körper. Parallel zu diesem Training nehme ich einen Drink. Und zwar einen Fitnessdrink. Das ist ein Fitnessdrink aus Amerika. Das hat mir mein Fußpfleger empfohlen. Der hat gesagt, ich soll diesen Drink nehmen. Er hat gesagt, da ist alles drin. Also da sind Vitamine drin. Da sind Mineralstoffe drin. Und da sind Spurenelemente drin. Er hat zu mir gesagt, da ist alles drin, was man braucht. Und ich bin wirklich extrem stark heute. Ich bin wirklich sehr, sehr kräftig. Ich könnte alles, was hier auf der Bühne steht, ohne Probleme hochstemmen. Ich könnte zum Beispiel, oder wir gehen mal hier rüber. Was ist das? Ich könnte zum Beispiel dieses Glas Wodka hier, ja, jetzt ohne Probleme 8 Stunden hochhalten. So, aber Leute, mal ganz im Ernst, wer will das jetzt sehen, ja? Das bringt uns jetzt nicht weiter. Ich mache das jetzt nicht, aber ich verspreche euch, ganz am Ende der Show werde ich nochmal richtig einen hochstemmen. Am Ende dieses Abends werde ich richtig nochmal einen hochstemmen und dann werden alle, die dann noch hier sind, sagen, ach, guck mal, jetzt am Ende stemmt er aber nochmal richtig einen hoch. Der alte Racker. Ja, läuft doch. Ich bin zurzeit sehr, sehr viel auf Tournee. Tatsächlich, ich bin sehr, sehr viel unterwegs gerade. Und das finde ich sehr schön. Ich habe mir das irgendwie verdient, finde ich. Denn ich war vorher auch sehr viel zu Hause. Also ich war vor der Tour wirklich 3 Monate nur zu Hause. Bei mir wechselte das ja immer ab. Ich bin sehr viel auf Tour, dann sehr viel zu Hause. Vor dieser Tour war ich 3 Monate am Stück nur zu Hause. Und das war auch sehr, sehr schön. Ja, aber irgendwann ist auch mal gut, oder? Wir haben 3 Kinder zu Hause. Diese Kinder sind namentlich nach Größe sortiert. Sie heißen Groß, Mittel und Klein. Und es ist ja so, 3 Kinder zu haben, das ist ja sowieso schon mal sehr, sehr schön. Ja? Wenn man die aber mal 3 Monate lang jeden Tag irgendwie um sich rum hat, ja, das ist die absolute Krönung. Dazu noch die Frau, also die Mutter von denen, die auch bei uns wohnt. Die auch mal 3 Monate lang jeden Tag zu sehen, das war auch sehr, sehr schön. Ja? Es war für uns alle sehr, sehr schön, diese Zeit. Es war sehr, sehr schön. Diese Zeit war für uns alle sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Ja, müssen Sie selber wissen, wenn das Ihre Arbeit ist oder ich will Ihnen da auch nicht reinreden, aber das nächste Mal mache ich schon mal so, oder? Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube genau hier in der Mitte. Es ist mit 3 Kindern wirklich sehr, sehr schön und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, es gab in diesen 3 Monaten, in denen ich nur zu Hause war, sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Momente. Es gab mindestens jeden Tag einen schönen Moment. Ja. Zum Beispiel, wenn man morgens die Kinder weggebracht hat und man weiß genau, man sieht die erst...
wenn man morgens die Kinder weggebracht hat, ja, und man weiß genau, man sieht die erst um 15 Uhr wieder. Ja, das ist ein ganz schöner Moment. Oder wenn die so von einem weggehen und dann langsam kleiner werden.